Stephen King, Spätschicht. 2 Uhr nachts, Freitag. Herr saß im 3. Stock auf der Bank neben dem Aufzug. Nur hier konnte man gelegentlich in Ruhe eine rauchen, aber schon stand Warwick vor ihm. Herr war alles andere als erfreut. Während der Spätschicht hatte der Vorarbeiter im 3. Stock nichts zu suchen. Um diese Zeit saß er gewöhnlich in seinem Büro im Erdgeschoss und trank Kaffee aus der riesigen Kanne, die immer auf seinem Schreibtisch stand. Außerdem war es warm. Es war der heißeste Juni, den Gates Falls je gesehen hatte. Das Thermometer neben dem Aufzug hatte einmal sogar um 3 Uhr morgens schon 34 Grad angezeigt. Er bedauerte jetzt schon die Leute der Schicht von 15 bis 23 Uhr. Zu der Zeit konnte es höchstens in der Hölle heißer sein als in dieser verdammten Spinnerei. Hal bediente den Picker, eine gewaltige, 1934 in Cleveland gebaute Maschine, deren Herstellerfirma schon lange nicht mehr existierte. Er arbeitete erst seit April in der Spinnerei und bekam deshalb nur den Mindestlohn von $1,78 die Stunde. Er kam damit aus. Keine Frau, keine feste Freundin, keine Alimente. Er hatte sich während der letzten 3 Jahre treiben lassen. Per Anhalter war er von Berkeley, Student, nach Lake Tahoe, Aushilfskellner, Galveston, Schauermann, Miami, Koch in einem Schnellimbiss, Wheeling, Taxifahrer und Tellerwäscher, gefahren und schließlich in Gates Falls gelandet, wo er jetzt den Picker bediente. Er hatte sich vorgenommen, erst im Winter weiterzuziehen. Er war ein Einzelgänger und am besten gefielen ihm die Stunden von 23 bis 7 Uhr. Wenn sich der hektische Betrieb in der großen Spinnerei ein wenig abgekühlt hatte, von der jetzt herrschenden Hitze einmal abgesehen. Nur die Ratten störten ihn. Die lange nur vom flackernden Licht einiger Neonlampen erhellte Flucht des 3. Stocks lag verlassen da. Im Gegensatz zu den übrigen Stockwerken war es hier relativ ruhig und kaum besucht, jedenfalls von Menschen. Bei den Ratten lag die Sache anders. Die einzige Maschine im 3. war der Picker, sonst diente das Stockwerk als Lagerraum für die Zentnersäcke mit Fasern, die Hal alle irgendwann in seiner großen, über Zahnräder angetriebenen Maschine bearbeiten musste. Wie dicke Würste lagen die Säcke in langen Reihen aufgestapelt, einige besonders die mit der nicht mehr gefragten groben Wolle und dem unsortierten Material, für das es keine Interessenten gab, lagerten hier schon seit Jahren. Sie boten idealen Unterschlupf für die Ratten, riesige, fettbäuchige Tiere mit wütenden Augen, deren Fell von Läusen und sonstigem Ungeziefer wimmelt. Hal hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, während der Pausen ein kleines Arsenal von leeren Getränkedosen anzulegen, die er aus den Abfallbehältern holte. Wenn wenig zu tun war, warf er mit ihnen nach den Ratten und suchte die Dosen später wieder zusammen. Diesmal allerdings hatte Mr. Vorarbeiter ihn erwischt. Statt den Aufzug zu benutzen, war dieser falsche Hund die Treppe raufgeschlichen. »Was machen Sie denn da, Hal?« »Die Ratten«, sagte Hal und merkte gleich, wie lahm diese Entschuldigung klingen musste, denn die Ratten waren verschwunden und hockten schon längst wieder in ihren Nestern. »Wenn ich eine sehe, werfe ich mit Dosen.« Warwick nickte nur kurz. Er war ein großer, fetter Kerl mit Bürstenhaarschnitt. Die Ärmel hatte er aufgekrempelt und die Krawatte gelockert. Er sah Hal scharf an. »Wir bezahlen Sie nicht dafür, dass Sie Dosen nach den Ratten werfen, Mister, auch nicht, wenn Sie sie wieder aufsammeln.« »Harry hat schon seit 20 Minuten keinen Auftrag runtergeschickt«, sagte Hal und dachte, »hättest du, Scheißkerl, nicht in deiner Bude bleiben und Kaffee trinken können?« »Was ich nicht habe, kann ich auch nicht durch die Maschine schicken.« Warwick nickte, als interessierte ihn das Thema nicht mehr. »Vielleicht sollte ich nach oben gehen und mit Wiskonski reden«, sagte er. »Ich wette 5-1, dass er eine Illustrierte liest, während sich das Zeug in seinen Behältern stapelt.« Hal sagte nichts. Plötzlich zeigte Warwick mit dem Finger. »Da ist eine, die müssen Sie erwischen.« Hal schleuderte die Dose, die er noch in der Hand hielt, mit aller Kraft. Die Ratte, die sie von einem der Säcke aus mit ihren klugen Augen beobachtet hatte, quiekte leise und schoss davon. Warwick warf den Kopf zurück und lachte, als Hal hinter der Dose herrannte. »Ich wollte Sie wegen etwas anderem sprechen«, sagte Warwick, »tatsächlich. Nächste Woche sind Ferien anlässlich des Unabhängigkeitstages.« Hal nickte. Dann war die Spinnerei von Montag bis Samstag geschlossen. Wer mindestens ein Jahr hier war, bekam bezahlten Urlaub. Aber für ihn bedeutete es eine Woche ohne Lohn. »Wollen Sie denn arbeiten?« Hal zuckte die Achseln. »Was denn?« »Wir werden das ganze Untergeschoss reinigen. Das ist schon seit 12 Jahren nicht mehr gemacht worden. Überall Dreck. Wir werden mit Schläuchen arbeiten.« »Hat sich die Gewerbeaufsicht bei der Direktion beschwert?« Warwick hielt Hals Blick stand. »Wollen Sie nun oder nicht?« $2 die Stunde. Am 4. Juli darf der Lohn. Wir arbeiten in der Spätschicht, weil es dann etwas kühler ist.« Hal rechnete kurz. »Das wären etwa $75 nach Abzug der Steuern. Besser während der Feiertage arbeiten als eine Woche auf Null.« »Geht in Ordnung. Dann melden Sie sich nächsten Montag unten in der Färberei.« Hal schaute ihm nach, als er zur Treppe ging. Auf halbem Wege blieb Warwick stehen und drehte sich um. Er sah Hal an. »Haben Sie nicht mehr studiert?« Hal nickte. »Okay, Student, ich werde es mir merken.«
Er ging. Hal setzte sich und zündete sich noch eine Zigarette an. Er hatte schon wieder eine Dose in der Hand und hielt nach Rattenausschau. Er konnte sich so recht vorstellen, wie es im Untergeschoss aussehen würde. Eigentlich war es das Kellergeschoss, denn es lag noch tiefer als die Färberei. Feucht, dunkel, voll Spinnen und verrottetem Material. Und dann das Sickerwasser vom Fluss und Ratten. Vielleicht sogar Fledermäuse, die Flieger unter den Nagetieren. Pfui, Teufel. Hal warf mit der Dose nach einer Ratte und lächelte dünn, als Warwicks Stimme von oben durch die Leitungsschächte drang. Er las gerade Harry Wiskonski die Leviten. »Okay, Student, ich würde es mir merken.« Abrupt wich das Lächeln aus seinem Gesicht und er drückte die Zigarette aus. Nach wenigen Sekunden schickte Harry grobes Nylon durch das Gebläse nach unten und Hal machte sich an die Arbeit. Die Ratten kamen aus ihren Löchern und sprangen am hinteren Teil des großen Raumes auf die Säcke. Aus ihren schwarzen Augen sahen sie ihn unverwandt an. Sie wirkten wie ein unheimliches Geschworenengericht. 11 Uhr abends, Montag. Es waren etwa 36 Mann, die wartend herumsaßen, als Warwick kam. Er trug ein paar alte Jeans, die in hohen Gummistiefeln steckten. Hal hatte gerade Harry Wiskonski zugehört, der ungeheuer fett, ungeheuer faul und ungeheuer mürrisch war. »Es wird eine üble Sauarbeit«, sagte er, als Warwick hereinkam. »Warte nur ab. Wenn wir fertig sind, sehen wir schwärzer aus als Mitternacht in Persien.« »Kommen Sie«, sagte Warwick, »wir haben unten 60 Glühbirnen aufgehängt. Das gibt genügend Licht, dass ihr sehen könnt, was ihr tut. Ihr da hinten«, er zeigte auf eine Gruppe von Leuten, die sich gegen die Trockengestelle gelehnt hatten, »ihr schließt die Schläuche und das Hauptrohr neben dem Treppenschacht an. Dann könnt ihr sie über die Treppe nach unten ausrollen. Wir haben ungefähr 70 Meter pro Mann. Das dürfte reichlich sein. Kommt bloß nicht auf die Idee, euch gegenseitig zu bespritzen. Das könnte im Krankenhaus enden. Die Dinger haben enormen Druck.« »Irgendjemand wird sich schon verletzen«, prophezeite Wiskonski finster. »Warte nur ab.« »Ihr anderen«, sagte Warwick und zeigte auf die Gruppe, zu der auch Hal und Wiskonski gehörten, »ihr kümmert euch um das Gerümpel. Je zwei nehmen einen Elektrokarren. Da stehen alte Büromöbel, Säcke mit Stoffen, kaputte Maschinenteile und verschiedenes anderes. Wir schaffen die Sachen zum Luftschacht im Westflügel. Weiß jemand nicht, wie der Karren funktioniert?« Niemand hob die Hand. Die Elektrokarren waren batteriebetriebene Miniaturkippfahrzeuge. Nach längerem Einsatz entwickelten sie einen widerwärtigen Gestank, der Hal an durchgeschmorte Stromkabel erinnerte. »Okay«, sagte Warwick, »wir haben das Untergeschoss in Abschnitte eingeteilt und sind am Donnerstag fertig. Am Freitag holen wir das Gerümpel dann mit dem Flaschenzug raus. Noch Fragen?« Es gab keine. Hal sah den Vorarbeiter prüfend an und hatte die plötzliche Ahnung, dass sich etwas Unheimliches ereignen würde. Der Gedanke gefiel ihm. Er mochte Warwick nicht besonders. 2 Uhr nachts, Dienstag. Hal war erschöpft. Und er war es leid, Wiskonskis ständiges Gejammer zu hören. Er hatte nicht übel Lust, ihn zu verprügeln, aber das wäre sinnlos. Dann hätte er nur einen weiteren Grund, sich zu beklagen. Hal hatte gewusst, dass es schlimm werden würde, aber dies war mörderisch. Zum Beispiel hatte er den grauenhaften Gestank nicht erwartet. Der faulige Geruch des Flusses mischte sich mit dem der vermodernden Textilien. Hinzu kam das verrottete Mauerwerk und der Gestank von Pflanzenresten. In der hinteren Ecke, wo sie angefangen hatten, entdeckte Hal eine Kolonie riesiger weißer Pilze, die aus dem aufgerissenen Beton herauswuchsen. Als er an einem rostigen Zahnrad zerrte, waren seine Hände mit ihnen in Berührung gekommen. Sie fühlten sich eigenartig warm und geschwollen an, wie das Fleisch eines Mannes, der an Wassersucht leidet. Die Glühbirnen konnten die 12 Jahre alte Dunkelheit nicht bannen. Sie konnten sie nur zurückdrängen und den widerlichen Unrat in fahles gelbes Licht tauchen. Mit seiner hohen Decke, den riesigen ausrangierten Maschinenteilen, die sie nie würden von der Stelle rücken können, mit seinen feuchten, moosbedeckten Wänden, sah der Raum aus wie das zertrümmerte Mittelschiff einer geschändeten Kirche. Der Eindruck wurde noch verstärkt durch den atonalen Chor des Wassers, das aus den Schläuchen in die halb verstopften Abflüsse strömte, um sich dann unten in den Fluss zu ergießen. Und dann die Ratten. Sie waren so groß, dass die im dritten Stock dagegen wie Zwerge wirkten. Der Himmel mochte wissen, was es hier unten für sie zu fressen gab. Immer wenn die Arbeiter Bretter umdrehten oder Säcke wegschoben, stießen sie auf riesige Nester aus zerfetztem Zeitungspapier und beobachteten mit atavistischem Ekel, wie die jungen Ratten mit ihren geschwollenen und von der ewigen Dunkelheit blinden Augen in Ritzen und Spalten verschwanden. »Lass uns eine rauchen«, sagte Wiskonski. Er wirkte ein wenig außer Atem. Das konnte Hal sich nicht erklären, denn Wiskonski hatte die ganze Nacht nur so getan, als ob er arbeitete. Immerhin, warum sollten sie keine Pause einlegen? Es war gerade niemand in der Nähe. »Okay.« Er lehnte sich gegen den Elektrokarren und zündete sich eine Zigarette an.
»Ich hätte mich von Warwick nicht überreden lassen sollen«, sagte Wiskonski missmutig. »Diese Arbeit ist unzumutbar. Aber er war neulich so wütend, als er mich oben im vierten im Scheißhaus sitzen sah, ohne dass ich die Hose runter hatte. Der Kerl war vielleicht sauer.« Hal sagte nichts. Er dachte an Warwick und an die Ratten, seltsam, wie das eine mit dem anderen zusammenzuhängen schien. Nach ihrem langen Aufenthalt im Keller der Spinnerei schienen sich die Ratten an Menschen kaum noch zu erinnern. Sie waren dreist und hatten nicht die geringste Angst. Eine hatte sich wie ein Eichhörnchen auf die Hinterbeine gesetzt, und als Hal so nahe heran war, dass er nach ihr hätte treten können, hatte sie sich auf seinen Stiefel gestürzt und in das Leder gebissen. Hier gab es Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Wie viele verschiedene Krankheiten mochten sie in dieser schwarzen Höhle wohl mit sich herumschleppen, und Warwick irgendetwas an ihm. »Ich brauche das Geld«, sagte Wiskonski, »aber bei Gott, Kumpel, die Arbeit kann man einem Menschen nicht zumuten, diese Ratten.« Er sah sich ängstlich um. »Sieht fast so aus, als könnten sie denken. Stell dir bloß vor, wenn wir nun klein wären und sie groß.« »Halt endlich das Maul«, sagte Herr. Wiskonski sah ihn gekränkt an. »Tut mir leid, Kumpel, es ist ja nur, weil...« Seine Worte verloren sich. »Mein Gott, dieser Gestank, das kann man einem Menschen doch nicht zumuten.« Eine Spinne kroch vom Rand des Karrens auf seinen Arm. Mit einem unterdrückten Entsetzensschrei fegte er sie weg. »Los jetzt«, sagte Hal und trat seine Zigarette aus. »Je eher daran, desto eher davon.« »Hoffentlich«, sagte Wiskonski kläglich. »Hoffentlich.« 4 Uhr morgens, Dienstag, Frühstück. Hal und Wiskonski saßen mit 3 oder 4 anderen Männern zusammen und hielten ihre Sandwiches in schwarzen Händen. Sie waren nicht einmal von dem industriellen Reinigungsmittel sauber geworden. Während er aß, schaute Hal zu dem kleinen gläsernen Büro des Vorarbeiters hinüber. Warwick trank Kaffee und aß mit offensichtlichem Appetit kalte Hamburger. »Ray Abson musste nach Hause gehen«, sagte Charlie Brochu. »Hat er gekotzt?«, fragte jemand. »Das wäre mir fast passiert.« »Nein, Ray muss schon Kuhmist fressen, bevor er kotzt. Eine Ratte hat ihn gebissen.« Nachdenklich wandte Hal den Blick von Warwick. »Tatsächlich?«, fragte er. »Ja«, Brochu schüttelte den Kopf. »Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. So was Entsetzliches habe ich noch nie gesehen. Das Biest kam plötzlich durch ein Loch aus einem der alten Säcke, so groß wie eine Katze. Verbiss sich sofort in seine Hand und fing an zu fressen.« »Mein Gott«, sagte einer der Männer und wurde ganz grün im Gesicht. »Ja«, sagte Brochu, »Ray hat geblutet wie ein Schwein. Glaubt ihr, dass das Vieh losließ? Kein Stück. Ich musste 3 oder 4 Mal mit einem Brett zuschlagen. Ray wäre fast verrückt geworden. Er hat auf der Ratte rumgetrampelt, bis sie nur noch ein pelziger Brei war. So was habe ich noch nicht gesehen. Warwick hat ihn verbunden und ihn nach Hause geschickt, hat ihm gesagt, er soll morgen zum Arzt gehen.« »Wie nett von diesem Scheißkerl«, sagte jemand. Als ob er es gehört hätte, stand Warwick auf, reckte sich und trat an die Tür seines Büros. »Wir wollen langsam weitermachen.« Widerwillig standen die Männer auf. Sie versuchten Zeit zu schinden, indem sie sich mit dem Verstauen ihrer Essensgefäße nicht sonderlich beeilten und aus dem Automaten noch Getränke und Süßigkeiten zogen. Dann machten sie sich auf den Weg nach unten. Trostlos hallten ihre Schritte über die Eisenroste der Treppe. Warwick überholte Hal und schlug ihm auf die Schulter. »Na, wie sieht's aus, Student?« Er wartete die Antwort nicht ab. »Komm jetzt«, sagte Hal geduldig zu Wiskonski, der sich die Stiefel zuschnürte. Sie gingen die Treppe hinunter. 7 Uhr morgens, Dienstag. Hal und Wiskonski verließen gemeinsam die Spinnerei. Es schien Hal fast, als hätte er den fetten Polen irgendwie geerbt. Wiskonski war so dreckig, dass es fast komisch wirkte. Sein dickes Mondgesicht war so beschmiert wie das eines kleinen Jungen, den ein Größerer gerade verprügelt hat. Es gab keinen der üblichen groben Scherze, niemand zog einem anderen das Hemd aus der Hose und keiner fragte, wer sich denn zwischen 1 und 4 um Tonys Frau kümmerte. Nur Schweigen und hin und wieder ein hustendes Geräusch, wenn jemand auf den verschmutzten Fußboden rotzte. »Soll ich dich mitnehmen?«, fragte Wiskonski zögernd. »Danke.« Sie sprachen nicht, als sie die Mill Street hinauf und über die Brücke fuhren. Sie verabschiedeten sich nur kurz, als Wiskonski ihn vor seiner Wohnung absetzte. Hal ging sofort unter die Dusche. Er dachte noch immer an Warwick. Er versuchte, sich darüber klar zu werden, was an dem Vorarbeiter ihn so eigenartig faszinierte und ihm das Gefühl gab, dass sie irgendwie zusammengehörten. Er lag kaum im Bett, als er auch schon einschlief, aber sein Schlaf war unruhig und mehr als einmal schreckte er hoch. Er träumte von Ratten. 1 Uhr nachts, Mittwoch. Die Arbeit mit den Schläuchen war angenehmer. Sie konnten nicht hinein, bevor die Leute eine Sektion entrümpelt hatten, und oft waren sie mit einer schon fertig, bevor die nächste ausgeräumt war. Das bedeutete jedes Mal eine Zigarettenpause.
Hal betätigte die Düse an einem der langen Schläuche, während Uskonski hin und her lief und darauf achtete, dass sich der Schlauch nicht verhedderte. Nach Bedarf drehte er den Wasserhahn auf oder zu und räumte Hindernisse aus dem Weg. Warwick hatte schlechte Laune, denn die Arbeit ging nicht voran. Wenn es so weiterlief wie bisher, bestand nicht die geringste Aussicht, am Donnerstag fertig zu werden. In der nächsten Sektion lagen in einer Ecke Büromöbel aus dem 19. Jahrhundert wild durcheinander, zertrümmerte Rollschränke, verrottete Akten, geheftete Rechnungen und zerbrochene Stühle, ein Paradies für Ratten. Zu Dutzenden rannten sie pfeifend zwischen dem Gerümpel hin und her. Als zwei Männer gebissen wurden, weigerten sich die anderen weiterzuarbeiten. Warwick musste erst dicke Gummihandschuhe aus der Färberei holen lassen, wo sie mit Säure hantierten. Hal und Uskonski standen mit ihren Schläuchen bereit, als Carmichael, ein rothaariger, stiernackiger Kerl, plötzlich fluchend zurücksprang und sich mit den Fäusten auf die Brust schlug. Eine riesige Ratte mit grau gestreiftem Fell und hässlichen, funkelnden Augen hatte sich in sein Hemd verbissen und hing dort. Dabei zappelte sie mit den Hinterpfoten. Es gelang Carmichael, sie abzuschütteln, aber sein Hemd hatte ein großes Loch und aus einer Wunde oberhalb der einen Brustwarze floss Blut. Die Wut wich aus seinem Gesicht, er wandte sich zur Seite und übergab sich. Hal richtete den Wasserstrahl auf die Ratte, ein altes, langsames Tier, das immer noch ein Stück von Carmichaels Hemd zwischen den Zähnen hatte. Der Druck schleuderte sie gegen die Wand, wo sie schlaff liegen blieb. Mit seltsam verzerrtem Gesicht kam Warwick herbei. Er schlug Hal auf die Schulter. »Na, Student, das macht wohl mehr Spaß, als Dosen nach den kleinen Tierchen zu schmeißen.« »Kleine Tierchen ist gut«, sagte Uskonski. »Das Ding ist mindestens 30 Zentimeter lang.« »Den Schlauch dort rüber«, sagte Warwick und zeigte auf den Möbelhaufen. »Aus dem Weg, Jungs!« »Mit Vergnügen«, murmelte jemand. Carmichael baute sich vor Warwick auf, er wirkte krank und sein Gesicht zuckte. »Ich verlange eine Entschädigung. Ich werde nicht eher...« »Klar«, sagte Warwick lächelnd, »sie hat dich in die Titten gebissen. Und jetzt aus dem Weg, sonst klebst du gleich an der Wand.« Hal richtete den Schlauch auf die Trümmer und legte los. Der Strahl explodierte förmlich. Weiß schäumend riss er einen Schreibtisch um und ließ zwei Stühle zersplittern. Überall rannten Ratten. So große hatte Hal noch nie gesehen. Er hörte die entsetzten Schreie der Männer, als die widerlichen Kreaturen mit ihren großen Augen und glatten, fetten Leibern sich in Sicherheit brachten. Eine der Ratten war so groß wie ein gesunder, 6 Wochen alter Hund. Hal machte weiter, bis er keine mehr sah. Dann stellte er das Wasser ab. »Okay«, rief Warwick, »schaff das Gerümpel raus.« »Ich habe mich nicht als Kammerjäger einstellen lassen«, sagte Cy Ibsen aufsässig. Hal hatte vor einer Woche mit ihm ein paar getrunken. Er war noch jung und trug eine dreckige Baseballmütze und ein T-Shirt. »Warum Sie das, Ibsen?«, fragte Warwick freundlich. Ibsen zögerte, aber dann trat er vor. »Sie haben mich zum Saubermachen herbestellt und nicht, um Tollwut oder Typhus zu kriegen. Sie sollten besser auf mich verzichten.« Von den anderen kam zustimmendes Gemurmel. Uskonski sah Hal verstohlen an, aber Hal inspizierte die Düse an seinem Schlauch. Sie hatte das Kaliber eines 45ers und wahrscheinlich konnte man mit ihr jeden Mann von den Füßen holen. »Sie wollen also die Uhr stechen, Cy?« »Ich hätte nicht übel Lust«, sagte Ibsen. Warwick nickte. »Okay, wer will, kann gehen, aber dieser Laden ist nicht gewerkschaftlich organisiert. Wer heute abhaut, braucht nicht wiederzukommen, auch nicht nächste Woche. Dafür werde ich sorgen.« »Scheißkerl«, murmelte Hal. Warwick fuhr herum. »Sagten Sie etwas, Student?« Hal sah ihn unschuldig an. »Ich habe mich nur geräuspert, Vorarbeiter.« Warwick lächelte. »Eden hat wohl etwas nicht geschmeckt.« Hal schwieg. »Okay, weitermachen«, wollte Warwick. Sie machten sich wieder an die Arbeit. 2 Uhr nachts. Donnerstag. Hal und Uskonski arbeiteten wieder mit den Elektrokarren und suchten Gerümpel zusammen. Der Haufen im Westflügel hatte schon eine beachtliche Höhe erreicht, aber sie waren noch nicht halb fertig. »Fröhlicher 4. Juli«, sagte Uskonski, als sie die Arbeit unterbrachen, um eine zu rauchen. Sie arbeiteten in der Nähe der Nordwand und waren weit von der Treppe entfernt. Hier war es fast dunkel und irgendwie ließ die Akustik die anderen Männer meilenweit weg erscheinen. »Danke«, Hal zog an seine Zigarette. »Ich habe heute Nacht nicht viele Ratten gesehen.« »Das haben die anderen auch nicht«, sagte Uskonski. »Vielleicht sind sie endlich schlau geworden.« Sie standen am Ende eines bizarren Ganges, der zwischen den Haufen alter Akten und Rechnungen, den vermoderten Stoffsäcken und 2 alten Webstühlen hindurchführte. »Pfui Teufel«, sagte Uskonski und spuckte aus. »Dieser Warwick.« »Wohin sind wohl all die Ratten verschwunden?«, fragte Hal wie zu sich selbst. »In den Wänden können sie nicht sein.« Er betrachtete das feuchte, bröckelnde Mauerwerk. »Da würden sie ersaufen. Überall ist das Flusswasser eingesickert.« Etwas Schwarzes, Flatterndes schoss plötzlich von oben auf sie herab. Uskonski schrie auf und riss die Hände über den Kopf. »Eine Fledermaus«, sagte Hal, als Uskonski sich wieder aufrichtete.
Eine Fledermaus, tobte Wisconsky. Was hat eine Fledermaus im Keller zu suchen? Sie soll in einem Baum oder unter der Dachrinne hängen und... Es war eine große, sagte Hal leise. Und was ist eine Fledermaus anderes als eine Ratte mit Flügeln? Mein Gott, stöhnte Wisconsky, wie ist sie denn? Reingekommen? Vielleicht genauso wie die Ratten rausgekommen sind. Was ist da hinten los? Schrie Warwick, wo seid ihr? Leck mich am Arsch, sagte Hal leise. Waren Sie das, Student? Rief Warwick. Seine Stimme klang schon näher. Alles in Ordnung, brüllte Hal. Ich habe mir nur das Schienbein gestoßen. Warwick stieß ein kurzes bellendes Lachen aus. Wollen Sie das Verwundetenabzeichen? Wisconsky sah Hal an. Warum redest du solche Scheiße? Sieh dir das an. Hal kniete sich hin und zündete ein Streichholz an. Im nassen und bröckeligen Zement zeichnete sich ein Quadrat ab. Klopf mal drauf. Wisconsky tat es. Holz, sagte er. Hal nickte. Darunter liegt ein Träger. Ich habe schon ein paar mehr davon gesehen. Unter diesem Teil des Kellers ist noch ein Raum. Oh Gott, sagte Wisconsky angewidert. 3:30 Uhr morgens, Donnerstag. Sie arbeiteten in der Nordostecke des Gebäudes. Ibsen und Brochu standen mit den Hochdruckschläuchen bereit. Plötzlich blieb Hal stehen und zeigte auf den Fußboden. Ich wusste, dass wir das Ding finden. Sie standen über einer Klapptür mit einem rostigen Eisenring. Hal ging auf Ibsen zu und sagte, stell das Wasser ab. Als der Schlauch nur noch tröpfelte, brüllte er, Hey, Warwick, kommen Sie doch mal her. Durch das Wasser patschend kam Warwick angerannt und bedachte Hal mit einem bösen Lächeln. Ist Ihnen der Schnürsenkel aufgegangen, Student? Sehen Sie sich das an, sagte Hal und stieß mit einem Fuß gegen die Klapptür. Darunter liegt noch ein Keller. Na und? Fragte Warwick. Wir haben noch keine Pause, Stu. Da unten sind Ihre Ratten. Da hocken Sie, Wisconsky, und ich habe sogar eine Fledermaus gesehen. Einige andere Männer hatten sich um sie versammelt und betrachteten die Klapptür. Interessiert mich nicht, sagte Warwick. Unsere Arbeit ist hier im Untergeschoss. Sie werden ungefähr 20 Kammerjäger brauchen, aber richtige, sagte Hal, das wird die Geschäftsleitung eine schöne Stange Geld kosten. Schade, was? Jemand lachte. Das kann man wohl sagen. Warwick sah Hal an, als sei dieser ein seltenes Insekt. Sie sind wirklich ein komischer Fall, sagte er, und seine Stimme klang fasziniert. Es interessiert mich einen Scheißdreck, wie viele Ratten da unten sind. Ich war heute Nachmittag und gestern in der Bibliothek, sagte Hal. Gut, dass Sie mich immer wieder daran erinnern, dass ich mal studiert habe. Ich habe ein paar Magistratsverordnungen gelesen, Warwick. Sie stammen aus dem Jahre 1911. Damals war diese Spinnerei noch zu klein, als dass man sich groß um sie gekümmert hätte. Und wissen Sie, was ich festgestellt habe? Warwick sah ihn kalt an. Machen Sie, dass Sie rauskommen, Student. Sie sind gefeuert. Ich habe festgestellt, fuhr Hal fort, als hätte er nichts gehört, ich habe festgestellt, dass es in Gates Falls gewisse Verordnungen gibt, die Ungeziefer betreffen. Das schreibt man UNGEZIEFER, falls Ihnen das Wort nicht geläufig ist. Gemeint sind Tiere, die Krankheiten übertragen, wie Fledermäuse, Stinktiere, streunende Hunde und Ratten. Besonders Ratten. Das Wort Ratten tauchte in 2 Paragraphen nicht weniger als 13 Mal auf, Vorarbeiter. Sobald ich diesen Laden verlassen habe, werde ich mich mit der zuständigen Behörde in Verbindung setzen und berichten, wie es hier aussieht. Er machte eine Pause und freute sich über Warwicks wutverzerrtes Gesicht. Es wird ein leichtes sein, gegen diesen Laden eine Verfügung zu erwirken. Dann werden Sie verdammt länger schließen als nur bis Samstag, Mr. Vorarbeiter. Und ich habe schon so eine Ahnung, was Ihr Boss dazu sagen wird, wenn er aufkreuzt. Hoffentlich haben Sie regelmäßig Ihre Arbeitslosenversicherung bezahlt, Warwick. Warwicks Hände ballten sich zu Fäusten. »Sie verdammte Rotznase, ich sollte Sie...« Er sah sich die Klapptür an und plötzlich lächelte er wieder. »Betrachten Sie sich als neu eingestellt, Student.« Ich wusste, dass Sie Vernunft annehmen würden. Warwick nickte und hatte immer noch dieses seltsame Lächeln im Gesicht. »Sie sind doch so schlau, Herr. Ich finde, Sie sollten selbst hinuntersteigen. Dann haben wir wenigstens einen Studierten, der uns einen fundierten Bericht geben kann. Sie und Wisconsin.« »Ich nicht«, rief Wisconsky. »Ich nicht, ich...« Warwick sah ihn an. »Sie was?« Wisconsky hielt den Mund. »Gut«, sagte Hal vergnügt, »wir brauchen 3 Taschenlampen. Im Hauptbüro habe ich doch mal ein paar mit 6 Batterien gesehen, oder nicht?« »Wollen Sie sonst noch jemanden mitnehmen?«, fragte Warwick entgegenkommend. »Suchen Sie sich einen Mann aus.« »Sie«, sagte Hal leise, und auch er hatte wieder diesen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Nur damit die Geschäftsleitung vertreten ist, sonst sehen Wisconsky und ich am Ende zu viele Ratten. Jemand lachte laut auf. Es hörte sich nach Ibsen an. Warwick schaute in die Runde. Die Männer starrten verlegen auf ihre Stiefelspitzen. Dann zeigte er auf Brochu. Brochu, gehen Sie ins Büro und holen Sie 3 Taschenlampen. Sagen Sie dem Wachmann von mir, er soll sie reinlassen.
Warum hast du mich in diese Sache reingezogen?« klagte Wiskonski an Hell gewandt. »Du weißt doch, wie ich diese Ratten hasse.« »Das war ich doch nicht«, sagte Hell und sah Warwick an. Warwick gab den Blick zurück. Keiner von beiden schaute weg. 4 Uhr morgens, Donnerstag. Roshu kam mit den Taschenlampen. Er gab sie an Hell, Wiskonski und Warwick weiter. »Ibsen, gib Wiskonski den Schlauch.« Ibsen gehorchte. Die Düse zitterte in der Hand des Polen. »Okay«, sagte Warwick zu Wiskonski, »du gehst in der Mitte. Wenn du Ratten siehst, gibst du ihnen Saures.« »Natürlich«, dachte Hell, »und wenn es dort Ratten gibt, wird Warwick sie nicht bemerken. Auch Wiskonski wird sie nicht bemerken, wenn er $10 extra in seiner Lohntüte findet.« Warwick zeigte auf die Männer. »Luke aufmachen.« Einer packte den Eisenring und riss daran. Zuerst glaubte Hell, dass der Mann es nicht schaffen würde, aber mit einem eigenartigen Knarren gab die Klapptür nach. Der zweite schob von unten und fuhr mit einem Aufschrei zurück. Über seine Hände krochen riesige, blinde Käfer. Ächzend riss der andere die Tür ganz auf und ließ sie fallen. Die Unterseite war mit schwarzen Pilzen bedeckt, eine Sorte, die Hell noch nie gesehen hatte. Die Käfer fielen in die Tiefe oder rannten über den Fußboden, wo sie von den Männern zertreten wurden. »Seht euch das an«, sagte Hell. An der Unterseite der Klapptür war ein altes, verrostetes Schloss angebracht. Es war zerbrochen. »Das dürfte doch nicht unten sitzen«, sagte Warwick. »Es müsste oben sein. Warum?« »Dafür kann es viele Gründe geben«, sagte Hell. »Vielleicht sollte niemand die Tür von hier oben öffnen können, jedenfalls nicht, als das Schloss noch neu war. Vielleicht sollte auch nichts von unten nach oben kommen können.« »Aber wer hat es abgeschlossen?«, fragte Wiskonski. »Oh«, sagte Hell spöttisch und sah Warwick an, »das ist ein Geheimnis.« »Hört ihr?«, flüsterte Broshu. »Oh Gott«, schluchzte Wiskonski, »ich gehe da nicht runter.« Ein leises Geräusch, als warteten sie, ein Huschen und Trippeln von 1000 Pfoten, das Quietschen der Ratten. »Könnten auch Frösche sein«, meinte Warwick. Hell lachte laut. Warwick leuchtete mit seiner Lampe nach unten. Eine Holztreppe, deren Stufen sich nach unten durchbogen, führte in die Dunkelheit hinab. Ratten waren nicht zu sehen. »Die Treppe hält nicht«, entschied Warwick. Roshu trat 2 Schritte vor und sprang auf der obersten Stufe auf und ab. Sie knarrte, aber sie hielt. »Wer hat dir gesagt, dass du das tun sollst?«, fragte Warwick. »Sie waren nicht dabei, als Ray von der Ratte gebissen wurde«, sagte Roshu leise. »Gehen wir«, sagte Hell. Warwick warf noch einen höhnischen Blick auf die Umstehenden und trat mit Hell an die Luke. Widerwillig schloss Wiskonski sich ihnen an. Sie stiegen einzeln in die Dunkelheit hinab, zuerst Hell, dann Wiskonski und als letzter Warwick. Im Strahl ihrer Lampen erkannten sie die Unebenheiten und Verwerfungen des Betonfußbodens. Der Schlauch plumpste wie eine ungefüge Schlange hinter Wiskonski die Stufen herab. Als sie unten angekommen waren, leuchtete Warwick mit seiner Lampe in die Ecken. Sie sahen ein paar verrottete Kisten und einige Fässer, sonst nichts. Das Sickerwasser vom Fluss stand in Pfützen und reichte ihnen bis an die Knöchel. »Ich höre sie nicht mehr«, flüsterte Wiskonski. Langsam entfernten sie sich von der Treppe unter der Luke, und ihre Füße schlurften durch den Schlamm. Hell blieb stehen und richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf eine riesige Holzkiste, die eine Aufschrift trug. »Elias Burney«, las er. »1841. Gab es die Spinnerei damals schon?« »Nein«, sagte Warwick, »sie wurde erst 1897 erbaut, aber ist das nicht scheißegal?« Hell antwortete nicht. Sie gingen weiter. Der untere Keller dehnte sich weiter aus als erwartet. Hier stank es noch schlimmer, Fäulnis und Moder. Irgendwo tropfte Wasser, sonst war es still. »Was ist denn das?«, fragte Hell und zeigte auf einen Betonpfeiler, der seitlich in den Keller hineinragte. Vor ihnen lag Dunkelheit und Hell meinte leise Geräusche zu hören. Warwick betrachtete den Pfeiler. »Nein, das kann nicht stimmen. Die Außenwand der Spinnerei, nicht wahr? Und vor uns...« »Ich gehe zurück«, sagte Warwick plötzlich und drehte sich um. Hell packte ihn im Genick. »Sie gehen nirgends hin, Vorarbeiter.« Warwick sah ihn an und sein Grinsen war in der Dunkelheit deutlich zu erkennen. »Sie sind ja verrückt, Student. Reif fürs Irrenhaus.« »Schubsen Sie mich nicht, alter Freund«, sagte Hell. »Schön weitergehen.« Wiskonski stöhnte auf. »Hell, gib her.« Hell nahm den Schlauch. Er ließ Warwicks Genick los und richtete den Schlauch auf seinen Kopf. Wiskonski rannte plötzlich zur Luke zurück. Hell drehte sich nicht einmal um. »Nach Ihnen, Vorarbeiter.« Warwick ging zwischen den Wandvorsprüngen hindurch, an denen die Spinnerei über ihnen endete. Hell ließ den Strahl seiner Taschenlampe spielen und empfand kalte Befriedigung. Seine Ahnung hatte sich erfüllt. Stumm wie der Tod kamen die Ratten von allen Seiten dicht gedrängt auf sie zu. Tausende von Augen sahen ihn gierig an. Bis hinten an die Wand wimmelte es von Ratten. Einige reichten ihm fast bis an die Knie. Dann hatte auch Warwick sie bemerkt und blieb stehen. »Sie sind überall um uns herum, Student.«
Seine Stimme klang ruhig und kontrolliert, aber er konnte sein Entsetzen nicht verbergen. »Ja«, sagte Hal, »gehen Sie weiter.« Sie gingen weiter und der Schlauch schleifte hinter ihnen her. Hal schaute sich einmal um und bemerkte, dass die Ratten ihnen den Rückweg durch den Gang abgeschnitten hatten. Einige fingen an, am Material des Schlauchs zu nagen. Eine sah ihn an und ihm schien, als grinste sie. Jetzt sah er auch die Fledermäuse, die von der Decke hingen. Sie waren so groß wie Rabenkrähen. »Da«, rief Warwick und richtete den Strahl seiner Lampe ein paar Meter voraus. Ein grünlich vermoderter Schädel starrte sie aus leeren Augenhöhlen an. Weiter hinten sah Hal einen Ellenknochen, ein Becken und Teile eines Brustkorbs. »Weitergehen«, sagte Hal. Er fühlte Wahnsinn in sich aufsteigen, Wahnsinn in düsteren Farben. »Bei Gott, du wirst vor mir den Verstand verlieren, Mr. Vorarbeiter.« Sie gingen an den Skelettresten vorbei. Die Ratten rückten nicht näher an sie heran. Der Abstand schien sich nicht zu verringern. Vor ihnen sah Hal eine über den Weg laufen. Sie war nur als Schatten zu erkennen, aber er sah ihren zuckenden, rosafarbenen Schwanz. Er war so dick wie ein Telefonkabel. Vor ihnen stieg der Fußboden steil an, um dann wieder abzufallen. Hal hörte ein leises, raschelndes Geräusch. Etwas Großes musste dieses Geräusch verursacht haben, etwas, das vielleicht kein lebender Mensch je gesehen hatte. Vielleicht hatte er in all den unsteten Jahren auf sowas nur gewartet, fuhr es Hal durch den Sinn. Die Ratten kamen jetzt näher, sie bewegten sich auf den Bäuchen vorwärts. »Sehen Sie sich das an«, sagte Warwick kalt. Hal sah es. Mit den Ratten hier unten war etwas geschehen, eine grauenhafte Mutation, die es unter freiem Himmel gegeben hätte. Die Natur hätte es nicht zugelassen, hier unten aber zeigte die Natur ein anderes, ein gespenstisches Gesicht. Die Ratten waren riesig, einige fast einen Meter hoch, aber sie hatten keine Hinterbeine mehr und waren blind wie Maulwürfe, genau wie ihre fliegenden Vettern. Mit widerwärtiger Hast schoben sie sich vorwärts. Warwick drehte sich um und sah Hal an. Mit schierer Willenskraft brachte er ein Lächeln zustande. Hal konnte nicht anders, er musste den Mann bewundern. »Wir können nicht weitergehen, Hal, das müssen Sie einsehen.« »Ich glaube, die Ratten wollen was von Ihnen«, sagte Hal. Warwick verlor die Selbstkontrolle. »Bitte«, sagte er, »bitte.« Hal lächelte. »Weitergehen.« Warwick schaute zurück. »Sie nagen am Schlauch. Wenn Sie durch sind, können wir nicht mehr zurück.« »Ich weiß. Gehen Sie weiter.« »Sie sind wahnsinnig.« Eine Ratte schob sich über Warwicks Fuß und er kreischte auf. Hal lächelte und ließ den Lichtstrahl kreisen. Überall Ratten. Eine war schon auf weniger als einen halben Meter herangekommen. Warwick ging weiter und die Ratten zogen sich zurück. Sie stiegen die kleine Erhebung hinauf und schauten nach unten. Warwick erreichte die Stelle als erster. Hal sah, dass sein Gesicht kalkweiß wurde. Speichel lief ihm über das Kinn. Oh mein Gott! Er wollte zurücklaufen. Hal öffnete die Düse und der Hochdruckstrahl traf Warwicks Brust und riss ihn von den Füßen. Aus der Tiefe übertönte ein langgezogener Schrei, das Geräusch des Wassers, klatschende Laute. »Hal!« Ein Ächzen, ein unheimliches Quietschen, das den ganzen Raum zu füllen schien. »Hal, um Gottes Willen!« Plötzlich ein nasses, reißendes Geräusch, wieder ein Schrei, diesmal schwächer. Etwas Riesiges regte sich dort unten. Deutlich hörte Hal das Knacken brechender Knochen. Von irgendeinem abnormen Ortungsorgan gelenkt, fiel eine blinde Ratte ohne Beine heran und biss zu. Wie abwesend drehte er das Wasser auf und spülte sie davon. Der Druck war nicht mehr ganz so stark wie vorher. Er trat an den Rand und schaute hinab. Die Ratte füllte den ganzen Abflussschacht am hinteren Ende dieses widerlichen Grabes aus. Eine riesige, pulsierende, graue Masse ohne Augen und mit völlig zurückgebildeten Beinen. Als Hals Lichtstrahl sie traf, wimmerte sie ekelerregend. Es war die Rattenkönigin, die Magna Mater. Ein riesiges, namenloses Wesen, dessen Nachkommen wohl eines Tages Flügel haben würden. Warwicks Überreste wirkten neben ihr fast zwergenhaft, aber das musste Täuschung sein. Es war der Schock, eine Ratte zu sehen, die größer war als ein Holsteiner Kalb. »Alles Gute, Warwick«, sagte Hal. Die Ratte hockte jetzt über dem Vorarbeiter und riss Fleisch von einem seiner schlaffen Arme. Hal wandte sich ab und rannte zurück. Mit dem Wasserstrahl wehrte er die Ratten ab, aber der Druck wurde immer geringer. Einige bissen ihn in die Beine, eine andere hing an seinem Schenkel und riss seine Korthose auf. Er schlug sie mit der Faust weg. Er hatte etwa drei Viertel des Weges geschafft, als er in der Dunkelheit ein gewaltiges Surren hörte. Er schaute hoch und ein riesiges fliegendes Wesen klatschte ihm ins Gesicht. Die mutierten Fledermäuse hatten ihre Schwänze noch nicht verloren. Dieses Exemplar ringelte seinen Schwanz um Hals Genick und würgte ihn, während es gleichzeitig versuchte, ihn in den Hals zu beißen. Dabei krallte es sich in den Fetzen seines Hemdes fest und schlug mit den häutigen Schwingen.
Hal riss den Schlauch hoch und schlug immer wieder zu. Das Wesen fiel von ihm ab und er zertrat es. Ihm war kaum bewusst, dass er dabei laut kreischte. Und jetzt kamen die Ratten. Sie liefen über seine Füße und kletterten an seinen Beinen hoch. Er rannte taumelnd weiter und konnte einige Ratten abschütteln. Die anderen bissen ihn in Bauch und Brust. Eine sprang auf seine Schulter und steckte die Schnauze in sein Ohr. Dann traf er auf die zweite Fledermaus. Quietschend saß sie einen Augenblick auf Hals Kopf und im Davonfliegen riss sie ihm ein großes Stück aus der Kopfhaut. Er spürte, wie sein Körper erstarrte. Er hörte das Pfeifen und Quietschen von hunderten Ratten. Noch einmal bäumte er sich auf, dann sank er in die Knie. Er fing an zu lachen. Es war ein schauriges, kreischendes Lachen. Von überall her die pelzigen Leiber. 5 Uhr morgens, Donnerstag. »Jemand müsste runtergehen«, sagte Broschu zaghaft. »Ich nicht«, flüsterte Wiskonski. »Ich nicht.« »Nein, du natürlich nicht, du Fettsack«, sagte Ibsen verächtlich. »Gehen wir«, sagte Brogan und ergriff einen Schlauch. »Ich, Ibsen, Dangerfield, Meadow, Stevenson, du gehst ins Büro und holst noch ein paar Taschenlampen.« Ibsen starrte nachdenklich in die Dunkelheit hinab. »Wahrscheinlich machen sie nur eine Zigarettenpause«, sagte er. »Ein paar Ratten, dass ich nicht lache.« Stevenson brachte die Taschenlampe. Kurz darauf stiegen die Männer nach unten.